So, weiter geht's heute mit FIFA. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen weiter mit dem Halbfinale-Rückspiel gegen Espanyol Barcelona im Cup. Oh, da ist was aus. Oh, da ist irgendwas auskuriert. Ich muss mal gerade reingucken. Oh, Bia Libre. Sehr schön, dass der wieder dabei ist. Ja, ich denke natürlich drüber nach. Aber dafür, ich kann ihn heute mal. So, wir überspringen die Pressekonferenz. Die brauchen wir schließlich nicht, wenn Zidor möchte unbedingt spielen heute. Da ist Dava natürlich auch. Bia Libre ist soweit zumindest erstmal wieder einsatzfähig. Darf aber heute natürlich nicht von Beginn an spielen. So, wenn Zidor, was ist denn das für eine Position? Zentrales Mittelfeld. Das heißt, Merino rutscht. Ja, ich will ein bisschen, ich muss ein bisschen rotieren. Das ist halt gut. Das Hinspiel haben wir 7-3 gewonnen auswärts. Also von daher ist es. Wird es eigentlich nicht wehtun. So, kurz mal gucken. Jemand neu auf die Position. Rodriguez. Ich nehme den einen oder anderen jetzt mal raus, weil danach ja auch schon wieder Liga ansteht. So. Gut. Auf geht's. Wie gesagt, Hinspiel 7-3 sollte eigentlich durchaus reichen. Williams ist heute im Mittelpunkt. Er ist der Top-Torjäger im spanischen Pokal und er will sicher auch heute wieder zeigen, dass das kein Zufall ist. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im RCD Stadium. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute das Rückspiel des Halbfinals. Espanyol gegen Athletic Bilbao. Deutlicher Sieg der Gäste im Hinspiel und das deutet hier natürlich schon so ein wenig in die Richtung, dass sie erneut auftrumpfen können. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Die Abwehr weiß, ja, das wird nicht leicht. Platz 2 in der Scorerliste in der Liga, da müssen sie aufpassen. Da darfst du hinten keine Sekunde unaufmerksam. So, schön noch die Mannschaft, die sich noch abklatscht und dann geht es gleich los ins Spiel. Wie gesagt, Cup-Halbfinale. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen und das wird heute die Strategie sein. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Ja, Bia Libre sitzt wieder auf der Bank, aber wird natürlich erstmal Muta fit gemacht, dass der Aufbau, dass er dabei sein kann. Viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Ich habe die Mannschaft erstmal so hingestellt, dass alle nicht wieder fit sind. Zu 100%, weil es dann in 3 Tagen ja schon wieder weitergeht mit dem nächsten Match. Ich habe gegen Celta, wenn ich es richtig gesehen habe. Bilbao hat Anstoß. Der nächste Schritt in Richtung Ligatitel. Und dann kommt ja aber bald auch schon City. Nach dem 4:2 im Hinspiel. Wollen wir natürlich weitermachen. Aber jetzt erstmal 7-3, dieses 7:3 aus dem Hinspiel verteidigen oder am besten ausbauen. Ich denke mal, es klingt eigentlich alles machbar. Warte mal, ich gucke gerade, war kein Abseits. Oh, da ist es das 1-0. Sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. So, Espanyol braucht jetzt erstmal schon 5. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und kein Abseits und dann kann er durchmarschieren. Cool im Tor unterzubringen.
geht jetzt also in Führung. 1-0. Bisschen zu weit dieser Ball. Ja, der war nicht schlecht, aber schön freien Raum gespielt, sagen wir es mal so. Oh, das war gar nichts. Ball wird abgefangen. Sunshine. Er ist frei, da kann was draus werden. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart. Schiri, war das nicht ein Elfmeter? Da pfeift der Freistoß. Er pfeift keinen Elfmeter? Den Torwart habe ich doch schön weggemäht. Entschuldigung. Expositor. Die Gelegenheit. Ganz stark. Ecke. Zu Bell, ja. Super gemacht, da mit der Ecke. Haben wir die Ecke geklärt? Die Ecke kommt. Daraus wird leider nichts. Entscheidung eindeutig abseits. Abseits, okay. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, Espanyol probiert jetzt ein bisschen drauf zu gehen. Es sieht du. Und wieder nichts zu null. Der Fehler in der Vorwärtsbewegung und dann ist es das 1-1. Der Leiter war aber sauber getroffen. 22 knapp, 21, also 22 Meter knapp. Schön hinten ins lange Eck. Ausgleichstreffer Espanyol. Mein Fehler. Scheiße, Mann. Ich würde gerne mal wieder irgendwann zu Null spielen. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, wieder nicht da. Er ist zur Stelle. So, Chat. Kommt nicht vorbei. Wait, wait. Jetzt haben wir ihn aber. Jetzt in der Anspielstation. Sainz. Klasse Angriff. Aber auch dieser Abwehr. Die Idee war. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Antuna. Ne, Emanuel ohne Probleme. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Und jetzt gibt's den Konter. Da ist Platz. Das Silva. Borja. Borja! Der kann das auch mit diesem Distanzschuss. 2-1. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht. Lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Zwar nicht ganz so weit, aber 19 Meter und trotzdem haut er so ein Ding raus. Na, den kann man aber auch halten, gefühlt. Mir soll es recht sein, wir führen wieder 2-1 und damit in der Addition mit 9-4. Haben also wieder den alten Vorsprung wieder hergestellt mit den 5 Toren jetzt aktuell. Ja. Auch wenn das von Leute gar nicht so schlecht spielt, die müssen erstmal hier. Die müssen hier erstmal. Da wäre Platz für den Konter. Ja, Haus hoch gewinnen. Emanuel. Diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter maßab sein. Ja. Ball gewinnen. Winzenor! Damit hat er keine großen Probleme. Jetzt die Ecke. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Das Silva. Ball an den langen Pfosten. Ja, der war. Ball ist erstmal weg, sie machen zu. Voll in den Betrieb reingespielt. Antuna. Ja, gut gelöst. Wird angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Jetzt der Steilpass. Ballverlust, da macht er zu. Und damit ist Pause. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. So.
So, gut, gehen wir gleich rein in die zweite Halbzeit. Und dann geht's los. So, auf geht's in die zweite Halbzeit. Anpfiff also zu den zweiten 45 Minuten hier im RCDE Stadium. Wir wollen natürlich ins Finale, das ist klar. Und da würden wir dann auf Real oder eben Barca treffen. Schön zu Belia. Und er provoziert. Viel Platz für den Konter jetzt. Der provoziert eben genau diesen Fehler. Klasse dazwischen. Eigentor. 1-3. Nee, Williams war es, glaube ich, nicht. Er hat die Vorlage gegeben, ja, aber das Tor war ein klares Eigentor. Ball wird abgefälscht. Da sehen wir es nochmal deutlich. Oder kriegt er. Ja, für mich ist das ein klares Eigentor. Für mich ist das kein Tor von Williams. Weil das wirklich mitnimmt. Cabrera war es. Der Tunnel, nee, Tunnel nicht so ein Keeper noch. Der sieht aber auch nicht wieder, sieht auch nicht so gut aus momentan. Nach ja, es ist genau richtig, es ist ein Eigentor gewesen. Wie gesagt, Williams wollte querlegen, aber der Verteidiger läuft da rein. Nix da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Ja. Lutomba. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Die Rufe der Fans, schießt. Und 2-3. Viele Fehler in der Mittelfeld. Immer wieder nicht die Chance, den Ball zu klären. Na. Wie sind sie in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Ja, hätte man auch mal mitgehen können da auf der Seite, aber geht da nicht. Alvarez. Sanchez! Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. 5-10 der Zwischenstand, also was die Addition betrifft. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Der Angriff könnte was werden. Da, Silva! Ja, gut gemacht bei diesem Block. Ball fliegt hoch rein. Antuna. Pass bleibt hängen. Und Ramiro. Kevin Rodriguez. Rodriguez. Ah, der Fall ist weg. Er hat den Ball. Oh nee, oh, ernsthaft Glück gehabt, ey. Das ist der Winkel sehr schön. Trifft er zwar nicht, aber zwei Treffer hat er schon. Das ist eine gute Leistung. Kollegen bieten sich an. Williams, der möchte jetzt auch mal irgendwann treffen. Jeder macht das. 2-4. Ich will ja gerne alle Titel holen. Einen da will ich nicht holen. Das ist schon mal klar. Das ist hier dieser spanische Supercup, mehr oder weniger. Den werden wir nicht holen, haben wir verloren mit 1-3 gegen Atletico. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was. So, jetzt haben wir zumindest die Aufgabe hier erstmal erledigt. Ich denke mal, das Thema ist eh durch. Wir haben 6 vor und wir haben noch mal 12 Minuten.
Abseits. Ah, schade, schade. Ich hätte gern. Hätte ruhig laufen lassen können. So, wie er Libre darf auch mal wieder davon beginnen an. Was heißt, darf eingewechselt werden. Sein Comeback feiern, mehr oder weniger. Tick zu früh, abseits angezeigt. Vier Wechsel. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ja, da gibt's gute Spielstation. Da ist die Flanke. Ah, der ist tickt hoch. Sollte aber auch nicht auf den zweiten Pfosten gehen, sondern eigentlich auf den ersten gehen. Und es gibt natürlich Einwurf. Einwurf für Barcelona, oder? Cabrera. Jetzt kommt hier der Wechsel. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Viel Platz jetzt auf außen. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. Zwei Minuten. Via Libre, der darf auch noch mal. Comeback oder was? Gefährlich jetzt. Ist es denn zu glauben? Gehalten! Am meine Sinn ist es wurscht, aber. Sie erfolgt mit diesem frühen Stören. Naja, egal. 2 zu 4. Der Endstand. Wir stehen. Damit Klammfinale. Eine Riesenleistung. Und wenn wir uns beide Spiele anschauen, dann war das überzeugend. Sie sind zum richtigen Zeitpunkt in Bestform. Genauso wie der Trainer sich das erhofft hatte, wie die Fans sich das erhofft hatten. Und das verspricht, glaube ich, zumindest eine Menge fürs Spiel. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Am Ende können sie sich hier den Sieg holen. Und einer der Hauptgründe, ja, das war diese Leistung. Überragend. Das hat sie heute beflügelt, hat man gemerkt. Das war heute ganz, ganz starker Fußball. So, nach dem klaren Hinspiel, auch das Rückspiel an uns verdient vor allen Dingen. Ja, wenn das Eigentor nicht gewesen wäre, wäre das Williams-Tor gewesen. Hätte er sogar drei gemacht. So, Hinspiel, Barcelona und Real 2-2. Da wird doch nicht ganz, es muss noch ermittelt werden, welcher der nächste Gegner ist. So, jetzt gucken wir mal, ob er das Interview hat. Ja, der hat. Weiter so. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Nächster Gegner ist übrigens nicht. Celta Vigo, sondern Osasuna, der fünfte. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play FIFA 23. Und morgen um 14 Uhr geht es dann weiter mit dem nächsten Ligaspiel gegen Osasuna.